Es ist echt nervig, wenn ihr Butter aus dem Kühlschrank nehmt und sie einfach zu hart ist, um sie aufs Brot zu streichen oder um sie zu zerkleinern. Besonders dann, wenn es mal schnell gehen muss, dauert es einfach zu lange, die Butter bei Zimmertemperatur weich werden zu lassen. Wir wollen jedoch in unserem heutigen Video die Butter etwas zweckentfremden. Sie macht sich nämlich nicht nur gut auf dem Brot, sondern ist auch durchaus in der Lage, euch manche Situationen deutlich zu erleichtern. Habt ihr zum Beispiel mal klebrige Finger gehabt? Oder die Nudeln kochen mal wieder über? Oder ihr bekommt einen Ring nicht mehr vom Finger? Für genau solche Fälle und noch mehr ist die Butter euer bester, schweigsamer Ansprechpartner. Wie euch Butter noch helfen kann, seht ihr jetzt. Los geht's! Nummer 1. Konservierung. Noch Reste von gestern oder etwas in der Speisekammer, was schlecht werden kann? Butter kann helfen. Wenn ihr euch Sorgen darüber macht, wie lange der Hartkäse noch hält, tragt einfach eine kleine Schicht Butter auf, um ihn frisch und schimmelfrei zu halten. Bestreicht auch die Schnittkante jedes Mal, wenn ihr den Käse benutzt habt, mit Butter, bevor ihr ihn erneut einwickelt und in den Kühlschrank stellt. Der Trick eignet sich auch gut für Zwiebeln. Reibt die Schnittfläche mit Butter ein und wickelt die übrig gebliebene Zwiebel vor dem Abkühlen in Aluminiumfolie ein. Nummer 2. Nie wieder überkochen. Keine Lust auf ein aufwendiges Festmahl? Für solche Fälle hat man ja immer ein paar Nudeln zu Hause. Einfach schnell in den Topf geworfen und warten. So einfach ist das. Nur kocht das Nudelwasser immer gerne über. Das kennt sicherlich jeder von euch. Hier kommt die Butter zum Einsatz. Gebt einfach einen Esslöffel Butter in den Topf, bevor das Wasser anfängt zu kochen. Dadurch kocht das Wasser nicht mehr über und eure Nudeln bekommen einen leckeren Beigeschmack. Nummer 3. Butterweiche Hautpflege. Dieselben Proteine, die gut für Leder sind, sind auch gut für eure eigene Haut. Reibt eine kleine Menge Butter um eure Hände oder andere trockene oder beschädigte Hautpartien. Mit einer milden Seife und Wasser abspülen und ihr werdet den Unterschied sofort merken. Butter hält auch die Nagelhaut weich und flexibel und die Fingernägel weniger spröde. Butter eignet sich hervorragend zur Behandlung von Hautirritationen wie einem bösen Ausschlag. Solltet ihr betroffen sein, reibt die Reizung zweimal täglich großzügig mit Butter ein. Lasst das Ganze jeden Tag etwa eine Stunde lang lüften. Nach dem Auftragen der zweiten täglichen Butterschicht mit einem Verband abdecken. Innerhalb weniger Tage sollte die Wunde verschwunden sein. Des Weiteren ist Butter auch ein ausgezeichneter Ersatz für Haarspülungen. Sie liefert essentielle Aminosäuren für feines, schlaffes Haar. Kämmt einfach ein wenig Butter durch euer Haar, nachdem ihr euer normales Shampoo benutzt habt. Danach spült ihr die Butter mit einem mäßig warmen Wasser ab, um ein glänzendes, gesundes Haar zu bekommen. Nummer 4. Butter statt Seife? Nein, so weit müssen wir dann doch nicht gehen. Aber kennt ihr das? Ihr seid mit eurem Handy, Tablet oder mit welchem Touchscreen auch immer dran und eure Finger werden immer klebriger? Oder ihr bastelt etwas und saut euch eure Hände mit Kleber ein? Kein Problem. Die natürlichen Öle in Butter sind perfekt gegen alles, was klebrig ist. Wenn ihr gebastelt haben solltet und etwas Kleber auf den Händen ist, reibt diese zunächst mit Butter ein. Danach wascht ihr das Ganze einfach mit Seife und Wasser und fertig. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.